Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom American Truck Simulator. Es ist mal wieder soweit, ich spring auf den Bock und wir machen uns mal das Radio an. Ich habe alle Lieder rausgeschmissen und neue reingetan. Das Problem ist, ich habe die neuen nicht ganz durchgehört. Ich habe eben schon gesehen, das erste, das lassen wir mal lieber sein, das ist nicht so dolle. Kann sein, dass hin und wieder mal sagen wir mal, ein musikalischer Fauxpas dabei ist, der vielleicht nicht so passt, aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Es ist auch kunterbunt, es ist nicht ein Genre, sondern es ist einfach alles Mögliche. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass die Lieder unterschiedliche Lautstärken haben. Das heißt, vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen nachjustieren während der Folge. Kann sein, weiß ich nicht. Jedenfalls, dieses Mal will ich es nicht vergessen, deswegen mache ich es direkt von Anfang an. Mach das Radio an und, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Denn wir können ja in diese Perspektive wechseln und dann machen wir den Motor an. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen. F war genau. So. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen raus, aber macht ja nichts. Ich bin gerade frisch aus dem Urlaub. Ich bin tiefenentspannt, sehr, sehr glücklich und freue mich, wieder ein bisschen aufzunehmen. Obwohl ich weiß, dass morgen ein wahnsinnig stressiger Tag bevorsteht. Ich habe schon mal reingelugt und gesehen, dass ich einen Wust neuer E-Mails habe, die alle morgen beantwortet werden müssen, dann Gespräche führen, Sachen organisieren. Die Gamescom steht an, das wollte ich diese Folge auch zum Thema machen. Und parallel noch eine Wohnung suchen. Es wird morgen stressig. Es wird morgen richtig stressig, aber ich schaffe das. So. Genau, Gamescom steht an. Da muss ich auch noch ein paar Sachen organisieren. Da muss ich morgen auch nochmal mit dem Zengis telefonieren, dass wir da auch das gemeinsam abstimmen und muss noch ein paar andere Sachen klären und sowas. Mich würde mal interessieren, seid ihr eigentlich auch da? Sind Leute von euch da? Wollen wir uns vielleicht mal treffen oder sowas? Also, ich bin mir ja der Tatsache bewusst, dass weder Zengis noch ich irgendwelche Superstars sind, die sich auch nur ansatzweise Sorgen drum machen müssten, da irgendwie von irgendjemandem belagert zu werden. Das wissen wir, also da nehmen wir uns selbst nicht so besonders ernst. Wir wissen, dass da die Menschenmassen hinter uns herrennen wollen oder sowas. Deswegen denke ich, dass so ein kleines Treffen oder sowas vielleicht eine ganz nette Sache wäre, einfach mal um zu quatschen, weil wir wollen auch mal die Gesichter von euch sehen. Also es ist immer so ein bisschen, wir machen ja Videos und sowas und ihr schaut die und kommentiert fleißig, aber wir sehen nie, wer dahinter steckt, wer hinter dem Kommentar steckt. Und das ist dann immer so ein bisschen, ja, ich finde es immer nett, auf der Gamescom dann so ein paar Begegnungen zu haben. Letztes Jahr habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, da wurde ich dann mal nach einem Foto gefragt. Das ist für mich eine ganz ungewohnte Sache. Also es war auch total überraschend. Aber fand ich dann irgendwie auch ein bisschen witzig, also rückblickend. Wie gesagt, weil weder Zengis noch ich halt irgendwelche tollen, prominenten sowieso Leute sind. Deswegen, ich weiß auch nie so recht, oder Florian bzw. Zengis fragt ja immer, was man mit einem Autogramm von ihm machen würde, also warum man das haben wollen würde, weil irgendwie, er kann sich nicht vorstellen, dass man von ihm, beziehungsweise dass man von uns ein Autogramm haben will. Das ist immer so, das ist wirklich merkwürdig, aber wie gesagt, wir wissen, dass wir keine Superstars sind und deswegen nutzen wir das, um halt so gemütlich mit euch ein Gespräch zu führen, mal zu quatschen über YouTube, über den Kanal, über Simulationen und sowas. Vielleicht kann man auch irgendwie eine coole Aktion auf der Gamescom machen oder sowas. Da müsstet ihr einfach mal schreiben, ob ihr dabei seid, ob ihr auf der Gamescom seid und an welchem Tag ihr drauf seid. Dann können wir uns ja vielleicht so ein bisschen nach der Mehrheit richten. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache.
Wenn dann, also wenn wir so ein Treffen veranstalten würden, dann würden vielleicht 2, 3 Leute kommen. Und dann könnte man, ja, gemütlich miteinander quatschen, irgendwo einen Kaffee trinken oder sowas. Und sich dann mal zusammensetzen. Ich habe das Einleiten mit den Superstars und sowas nur gesagt, weil ich herausstellen wollte, dass so ein Treffen, wenn wir eins machen, dann nicht so ein Charakter von keine Ahnung, mit Star-Lüren und sowas wäre, sondern dass es echt so halt bei wie man das von uns kennt, so halt so auf einem Level stattfinden soll. Also halt nett quatschen und sowas. Andere YouTuber, also jetzt nicht unbedingt Simulations-YouTuber, aber andere machen ja dann riesen Abonnententreffen und ach du liebe Zeit, dann geht das da los mit Autogrammen und Fotos und keine Ahnung was. Ja, das, also die haben natürlich dann auch die entsprechende Größe und sowas, das ist ja auch alles super. Ist glaube ich nicht so meine Welt, also ja, naja. Ja, mich würde das jedenfalls interessieren, wenn ihr drauf seid, dann lasst uns doch mal treffen. Ich habe da schon ein Angebot bekommen, dass wir da vielleicht irgendwie, dass das irgendwie organisiert wird oder sowas. Fand ich ganz nett und vielleicht, ja, kriegen wir es ja hin. Wie gesagt, 2, 3 Leute oder sowas werden dann bestimmt dabei sein oder 1, 2, ich weiß nicht, vielleicht kommt auch keiner, keine Ahnung. So groß ist der Kanal ja nicht, aber das würden wir dann einfach sehen. Ja, ja, und es macht Spaß hier im American Truck Simulator über die Straßen zu heizen. Ich konnte jetzt in den letzten Tagen nicht wirklich Kommentare beantworten. Das tut mir leid, aber ich habe wirklich nach dem Urlaub, habe ich einmal diese Kommentarleiste dann aufgemacht. Also ich habe im Urlaub hin und wieder mal so spartanisch, so am Tag so 2, 3 Mal beantwortet abends. Aber das war wirklich mal so ein Erholurlaub, weil das musste einfach jetzt mal sein. Ich habe, das ist vielleicht auch nochmal so eine ganz witzige Sache, ich habe ich erzähle erst das zu Ende, um dann später drauf zu kommen. Also ich habe 2, 3 Mal reingeschaut in die Kommentare, und als ich das dann hier am Computer zu Hause wieder aufgemacht habe, die Kommentare, da wird man einfach erschlagen. Es war so viel. Also ich finde das super, super, super klasse. Und es waren auch wieder richtig tolle Kommentare. Ich muss gestehen, ich habe mir noch nicht alle durchgelesen, aber das hole ich auf jeden Fall noch nach, jetzt in den nächsten Tagen, wenn ich irgendwie dazu komme. Wie gesagt, es muss jetzt wirklich viel organisiert werden und sowas, deswegen muss ich ein bisschen gucken, aber ich werde das auf jeden Fall noch nachholen. Und es ist so wahnsinnig, wie der Kanal hier wächst. Das ist wirklich, das ist, oh, also Wahnsinn ist eigentlich noch eine starke Untertreibung. Das ist bombastisch. Vor allen Dingen, wie nett auch die meisten Kommentare sind. Also da werden wirklich hilfreiche Tipps und so gegeben, auch uns, wie wir uns noch verbessern können, was am Video nicht so gut war und auch inhaltliche Sachen und teilweise wirklich differenziert. Und wirklich cool, also doch, das gefällt mir schon echt gut. Da bin ich schon immer begeistert, wenn ich in den Kommentaren, natürlich gibt es auch mal Kommentare, die irgendwie so ein bisschen unter der Gürtellehne sind, aber also, oder andere Kommentare zum Beispiel, diese erste Kommentare oder wo man irgendwie, es gibt auch manchmal so beleidigende Kommentare oder sowas, aber zumindest ich lösche die nie, beziehungsweise Zengis und ich haben auch keine schwarze Liste. Man kann ja auf YouTube so bestimmte Wörter in Kommentaren direkt sperren, von vornherein automatisch, dann wird das nicht angezeigt. Machen viele bei diesen ersten Kommentaren, machen wir überhaupt nicht, weil ich mir denke, der Großteil der Community ist einfach so vernünftig und es gibt immer ein paar Ausreißer, aber die sollen dann auch, die sollen meinetwegen ihre Plattform finden. Wenn jemand beleidigt, dann antworte ich ja auch immer. Genauso wie bei anderen Kommentaren. Ich versuche ja alles zu beantworten.
Und genau, ich versuche alles zu beantworten, aber eben auch die beleidigenden Kommentare, und ich finde, das ist der bessere Weg, als sie zu sperren, weil indem man den Leuten, die irgendwie schreiben, dass man einen, will ich jetzt nicht näher benennen, ist, antwortet und man nachfragt, wieso eigentlich, oder was man denen getan hat oder sowas, löst das bei vielen, ja, so eine Änderung der Meinung aus, weil ich glaube, viele rechnen nicht damit, dass der Kanalersteller das wirklich liest und dann auch noch antwortet. Hab mich verfahren, da muss ich mal kurz schauen. Jetzt fahren wir hier rechts. Dass der wirklich antwortet, das ist für viele offenbar überraschend. Und einige entschuldigen sich dann und sowas. Also das ist eigentlich die beste Methode. Ich finde das immer nervig irgendwie, wenn jemand so einen Hass und so verstreut, aber wenn er Spaß dran hat, dann soll er es halt machen. Und ich antworte dann, und ja, bei vielen macht es dann Klick und dann entschuldigen sich einige. Oder ja, bei diesen ersten Kommentaren, dann muss man auch manchmal Streit schlichten, weil dann einer erster schreibt, der nächste zweiter, der dritte, was bringt euch das? Und der vierte, ihr seid alle, ja, kann ich jetzt auch nicht näher benennen, aber auch wieder fieses Schimpfwort und sowas. Und dann geht das da los und, ach, keine Ahnung. Das ist immer so ein bisschen, ja, das ist auch ein bisschen lustig manchmal, wenn man sich das so durchliest, aber es nervt natürlich schon ein bisschen. So einmal streitschlichten, aber ich denke, das ist besser, als kategorisch alles zu sperren. Also ich bin nicht so ein Freund von diesen Sperrungen, aber kann ja jeder machen, wie er will. So, wir machen das mal jetzt hier, weil ich gerade so... Mensch, ich bin aber auch wirklich im Redefluss hier heute. Lange nichts mehr aufgenommen. Das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. So. Ausgezeichnet, ja. War ja eigentlich klar, ne? Fortfahren. So. Wo wollten wir uns denn nochmal? Fernfahrten, zerbrechliche Just-in-Time-Lieferung, wirtschaftliches Fahren. Komm, wir machen mal die Just-in-Time-Lieferung, oder? Warum eigentlich nicht? So, müssen wir irgendwie schlafen oder so? No, noch nicht. Dann schauen wir mal, dass wir uns einen neuen Auftrag annehmen. Ich habe noch das eine Thema im Hinterkopf, aber ich glaube, das sprengt die Folge. Deswegen werde ich mir das, glaube ich, für die nächste Folge aufbewahren. Wir schauen mal nach einem neuen Auftrag. Und... Oh, ich finde die Musik aber echt erträglich so, also... Ich habe irgendwie Schlimmeres erwartet jetzt. Preis pro Streckeneinheit. Dann nehmen wir doch mal das hier. Das bringt ordentlich Kohle. Und in Nogales waren wir noch nicht. Also wieso nicht? Alliop, auf geht's. So, da vorne ist... Oh, wir fahren zu schnell. Sorry, 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 sorry. Mein Fehler. Ja, eine Sache fällt mir gerade nochmal auf, weil wir am Anfang so ein bisschen über... YouTube und so Stars und sowas geredet haben. Zengis und ich, ist ganz wichtig, dass wir, also wir waren immer die
sag's immer so, die Jungs von nebenan, sag ich mal, die Simulatoren gespielt haben, das halbwegs professionell, aber halt auch ein bisschen lustig oder unterhaltsam oder sowas aufgezogen haben, die nie perfekt waren und auch nie perfekt sein werden, die nie das beste Aufnahmeprogramm, nie das beste Equipment, nie sowieso hatten und auch nie haben werden vermutlich, aber irgendwie die Jungs von nebenan sind und keine Stars, und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass das auch so bleibt. Also das einfach mal so dazu. Das wird sich auch in der Gamescom nicht ändern. Also, wie gesagt, es würde mich freuen, wenn wir auf der Gamescom ein bisschen quatschen könnten. Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr da seid, ob ihr Lust auf so ein Treffen hättet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, sage ich tschüss.